Aufgabe 3. Schreiben Sie ein Programmrechteck, das zunächst eine Zahl Höhe einliest, die größer als 1 ist, dann eine Zahl Breite, die größer als 1 und kleiner als 10 ist und anschließend ein Rechteck mit der Höhe und der Breite in folgender Gestalt auf dem Bildschirm ausgibt. Also ich gebe hier beispielsweise ein, als Höhe 4, als Breite 5, dann wird hier ein Rechteck ausgegeben, 1, 2, 3, 4 in 4 Zeilen und 5 Spalten, derart, dass hier immer die Ränder mit Plus gekennzeichnet sind, hier Striche stehen und hier Pipes stehen. Das schauen wir uns mal an. Hier das Programm Rechteck. Zunächst einmal nur, was das Programm bewirkt und dann schauen wir uns das Programm mal an. Also ich gebe eine Höhe ein, beispielsweise 5 und eine Breite 6. Und es wird entsprechend hier mit der Höhe 5 und der Breite 6 dieses Rechteck gezeichnet. Wenn ich als Höhe eingebe 2 und als Breite 9, dann wird entsprechend dieses Rechteck gezeichnet. Wie sieht das Programm aus, was genau das leistet? Zunächst wird der Benutzer aufgefordert, die Höhe einzugeben. Es wird ihm gesagt, bitte eine Zahl größer als 1 eingeben. Wenn er das nicht tut, wird ihm gesagt, aha, Eingabefehler, bitte eine Höhe eingeben größer als 1. Das ist ganz wichtig. Der Benutzer wird aufgefordert, wiederholt aufgefordert, einen Wert einzugeben, bis er den tatsächlichen Anforderungen, die er an dieses Problem stellte, erfüllt. Sie als Programmierer müssen sich schon damit beschäftigen, auch fehlerhafte Benutzereingaben entsprechend zu behandeln. Das resultiert in den Programmen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, darin, dass der Benutzer aufgefordert wird, einen gültigen Wert einzugeben. Bei der Breite, die Breite soll ja liegen zwischen 1 und 10 ausschließlich, also zwischen 2 und 9. Wenn der Benutzer einen Wert eingibt, der kleiner ist als 2 oder größer ist als 9, dann wird halt hier entsprechend ausgegeben, Eingabefehler, Breite nicht zwischen 2 und 9. Und es wird erneut die Breite eingelesen. Auch hier behandelt das Programm, und das müssten Sie in Übungsaufgaben auch immer tun, Eingabefehler des Benutzers. Jetzt wird das Rechteck ausgegeben. Es wird hier zunächst die erste Zeile ausgegeben. Das heißt, es wird ausgegeben das Plus. Dann wird durchlaufen der Wertebereich von 2 bis Breite minus 1. Und so oft werden die Minuszeichen ausgegeben, dann das Plus. Das heißt, hat der Benutzer als Breite angegeben 5, wird das Pluszeichen ausgegeben, dann wird durchlaufen der Wertebereich von 2 bis 4. Es werden also 3 Minuszeichen ausgegeben und dann nochmal das Pluszeichen. Dann werden mittlere Zeilen ausgegeben. Das heißt, von 2 bis Höhe minus 1 wird der Wertebereich durchlaufen und es wird jetzt jeweils ein Pipe ausgegeben. Dann von 2 bis Breite minus 1 der Wertebereich, ein Leerzeichen und dann wiederum ein Pipe. Und dann wird die letzte Zeile ausgegeben. Ja, das sieht genauso aus wie die erste Zeile. Und in der nächsten Unterrichtseinheit oder einen der nächsten Unterrichtseinheiten werden wir dann natürlich auch Prozeduren nutzen, um das alles ein bisschen zu entzerren, verständlicher zu machen und auch flexibler zu gestalten, wie Sie dann noch sehen werden. Hier sind jetzt ineinander geschachtelte Vorschleifen, die man ja eigentlich vermeiden sollte. Also da werden wir später dann nochmal dasselbe Beispiel mit Hilfe von Prozeduren lösen. Schauen wir uns das Programm also nochmal in Eclipse an. Jetzt mit dem Hintergrund, dass wir es kennen. Wenn der Benutzer jetzt als Höhe eingibt 1, wird er darauf hingewiesen, Eingabefehler. Sie haben eine Höhe kleiner gleich 1 eingegeben, nochmal Höhe eingeben. Das versuche ich nochmal und nochmal und nochmal, aber das Programm achtet schon darauf, dass ich mich an die Vorgaben halte. Jetzt gebe ich als Höhe 3 ein. Jetzt werde ich aufgefordert,
eine Höhe einzugeben zwischen 2 und 9, gebe ich mal 23 an. Eingabefehler, die Breite liegt nicht zwischen 2 und 9. Oder ich gebe minus 3 an, dann ist dasselbe. Jetzt gebe ich eine gültige Breite an von 4. Und dann wird entsprechend gezeichnet in der Höhe 3 und der Breite 4 das Rechteck.